Es war einmal. Ich kann das nicht mehr tragen. Ich habe so doll Hunger. Ja, was meckerst du denn rum? Wir haben hier genug Fressen. Brigo, dein Ernst? Vielleicht so ein paar einzelne Grasbüschel. Aber mehr haben wir dann auch nicht. Erstens, es ist kalt. Und zweitens, wir wollen nicht mehr dieses verschrumpelte Gras essen. Seid doch überhaupt froh, dass ihr etwas zu essen habt. Manche Pferde haben überhaupt kein Essen und kommen so gar nicht aus. Deshalb gehen wir doch schon sparsam mit dem Gras um. Wir verzichten schon auf alles Mögliche, deshalb sollt ihr euch nicht beschweren. Wir tun schon alles dafür, dass ihr das beste Wohl habt. Ja, ist ja schön und gut, aber auf die Dauer schaffen wir es trotzdem nicht. Ja, was sollen wir jetzt dagegen tun? Wir können kein Essen herbeizaubern. Wir haben keine Superkräfte. Uns. Aber wir frieren. Dagegen kann ich nichts tun, okay? Dann müsst ihr euch halt ein bisschen bewegen. Und was machen wir jetzt? Ich leg mich erstmal hin. Okay, super. Und jetzt? Wir müssen einfach abwarten. Vielleicht passiert ja noch ein Wunder. Du glaubst an Wunder? Herr, lass sie doch. Es ist halt nicht einfach, okay? Lass doch einfach was machen. Wir machen einfach was Schönes. Und was? Naja, einfach rumlatschen oder so. Denkst du ernsthaft, wir haben nichts Besseres zu tun, als rumzulatschen und unsere Energie zu verbrauchen, wodurch wir dann Hunger und etwas trinken wollen? Naja, man bekommt ja nicht so richtig Hunger, indem man sich bewegt. Dann bist du etwas sehr unnormal. Unnormal ist etwas Besonderes, also bin ich besonders. Es hat keiner an dir gezweifelt, dass du nicht besonders bist, aber wir sollten jetzt was anderes tun, als hier blöd rumliegen. Wir gehen einfach auf eine Entdeckungsreise. Entdeckungsreise? Dein Ernst? Das ist doch dasselbe wie spazieren gehen. Nein, aber ich meine so neue Orte entdecken oder andere Dinge halt. Weißt du, ja, vielleicht, bevor wir hier den ganzen Tag so rumliegen, wir gehen einfach spazieren. Ja klar, und dann verlaufen wir uns und dann werden wir gefressen und sehen unsere Familie nie wieder. Warte, vorher habt ihr diese Geschichten, die hast du mal erzählt. Oh, ja, das kann sein, aber die war natürlich nur alles Spaß. Naja, von uns ja auch, von daher. Naja, bevor wir jetzt hier wieder so blöd rumstehen, wie wir es gerade schon getan haben, wir müssen etwas unternehmen. Na komm, dann Mom, Dad, wir gehen auf eine Entdeckungsreise. Warte, was hast du da gerade gesagt? Entdeckungsreise. Also, ich bin mir ehrlich nicht sicher, was ihr hier entdecken wollt. Naja, wir ziehen einfach hier rum. Also, jetzt hört mir mal zu. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine schlaue Idee ist, sich von der ganzen Herde sich zu entfernen. Denkt ihr nicht auch? Es kann euch was Schlimmes passieren. Und vielleicht leben wir danach nicht mehr. Gut, so wollte ich das eigentlich nicht ausdrücken. Ich meine damit, ihr seid dafür zu jung und zu klein. Und will jemand von euch mitkommen? Ich glaube, die sind schon alt genug, um zu wissen, was für sie gut ist und was nicht. Lass sie doch einfach das ausprobieren. Ja, genau. Die werden schon den Weg nach Hause finden. So dumm sind sie ja nicht. Und außerdem, sie sind zu dritt. Naja, gut, wenn ihr das alle sagt, dann macht es doch. Dann geht doch auf eure Reise. Kommt ihr? Okay. Danke, Sunny. Ja, kein Problem. Tschüss. Und ich habe gedacht, wir haben kein Futter. Und das willst du ehrlich essen? Weißt du, wie eklig das ist? Da sind bestimmt schon tausende Tiere drüber gelatscht und dann nimmst du das in den Mund und zerkaust diese Tiere. Ich wollte es eigentlich noch essen, aber ist egal. Aber guck mal, wir haben doch genug Pflanzen. Wir können gar nicht hungern. Wir haben einfach genug. Kennst du dich eigentlich mit Pflanzen aus? Die sind für uns giftig. Warum für uns? Naja, auf jeden Fall, wir können diese Pflanze nicht essen. Dafür gibt es eben keinen Grund, okay? Da musst du es verstehen. Okay, dann lasst weitergehen. Das ist ja eine tolle Entdeckungsreise. Sie sieht so saftig aus. Ja, saftig, aber giftig. Und deshalb solltest du die nicht essen. Oh Mann, diese Entdeckungsreise ist voller Schwachsinn. Warte, stopp. Hat ihr das gehört? Was? Hier ist nichts. Nein, sei leise. Ja, ich höre doch nichts. Jetzt sei doch einfach mal leise. Wegen dir kann man ja auch nichts verstehen, also halt jetzt einfach mal deinen Schnabel. Ich hab keinen Schnabel. Ist mir doch egal, jetzt sei einfach leise. Es kommt
Aus welcher Richtung kommt dieses Geräusch? Ich höre immer noch nichts und ich habe auch nichts gehört. Ich glaube, du fantasierst nur. Gibt es so ein Wort überhaupt? Nein, habe ich mir eigentlich ausgedacht, aber egal. Interessant. Okay, aber woher kommt jetzt dieses Geräusch? Schau mal nach oben. Da ist ein Rentier. Ich glaube, es sucht Hilfe. Komm. Hallo, Rentier? Ich weiß zwar nicht, ob ihr mich versteht, aber ich habe unglaubliche Höhenangst und ich komme hier nicht runter. Und ich weiß auch momentan echt nicht, wie ich es hier hochgeschafft habe. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Hallo? Lebst du? Mein Bein und mein gesamter Rücken. Ja, er tut weh. Können wir dir irgendwie helfen? Ich brauche dieses eine Blatt, dieses eine. Es beinhaltet diese eine Sache, diesen einen Inhaltsstoff, der den gesamten Körper wiederbelebt und alle Wunden heilt. Und wo gibt's dieses Zeug? Dieses Blatt dort hinten. Das ist genau richtig. Keine Sorge, ich hol's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seit wann gibt's eigentlich solche Hirsche? Aber ist auch egal. Hier gibt's überhaupt frisches Gras, aber der Vulkan, kann der eigentlich auch ausbrechen? Ach egal, und ich hol jetzt dieses blöde Blatt. Ich glaube, das ist gut. Hier. Isst du das? Ja, gib's mir einfach. Oh, vielen, vielen Dank. Ich danke euch wirklich, wirklich herzlich. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Was wäre denn passiert, wenn... Naja, wenn wir nicht da wären und du einfach so runtergefallen wärst? Ich glaube, das würde nicht gut für mich ausgehen. Oder es wäre nicht gut für mich ausgegangen. Okay, ja, jetzt ist alles schön und gut. Und was machen wir jetzt? Ich habe gehört, ihr braucht etwas zu fressen, oder? Naja, grundsätzlich ja. Und ein bisschen Wärme wäre auch schön. Ich kann euch vielleicht die eine Sache nicht erfüllen, doch ich habe eine Überraschung für euch. Mach mal die Augen zu. Ist es so, dass du jetzt gleich abhaust und... Nein, vertraut mir doch immer. Bitte mach die Augen zu. Ja, was... Was ist das? Das ist eine Walnuss. Und sie ist unendlich lang. Also ihr könnt gerade so viel essen, wie ihr wollt. Es kommt immer mehr. Es kommt immer noch etwas nach. Also braucht ihr nie wieder hungern. Und wie kriegen wir das Ding jetzt auf? Einfach aufbrechen. Aber ich würde sagen, das macht ihr lieber mit der Herde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und frohe Weihnachten. Und weg ist er. Aber wie sollen wir jetzt das Ding transportieren? Naja, einfach zu dritt auf den Rücken und schubsdiwupps. Das ist eine Walnuss, richtig? Aber woher habt ihr die? Naja, es passieren sehr spannende Dinge auf unserer Abenteuerreise. Diese sind passiert und daraus haben wir eine Walnuss bekommen. Na dann, lasst sie uns doch mal probieren. Aber warte mal, wir müssen ja kostbar damit sein. Da ist nicht viel drin. Sie ist unendlich und das heißt, wir haben ein Leben lang Futter. Ihr seid echt klasse, wisst ihr das? Jo, ich glaube, das wissen wir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bye!